Grüßt euch, ich bin sowas von geladen, das glaubt ihr gar nicht. Dieses Regal hier ist echt, wie soll ich sagen, eine Krankheit, keine Ahnung. Ich schalte jetzt mal die Kamera ein, normalerweise mache ich das nicht und erzähl dir mal, was jetzt passiert ist. An sich nichts Großes. Ihr wisst ja, dass ich das Regal übernommen habe von dem Vorbesitzer und der hatte es ja schon zur Hälfte abgebaut gehabt. Und ich habe mich echt gefreut gehabt, dass ich so ein hochwertiges, stabiles Regal bekommen habe. Ist es auch, aber ich merke irgendwie, dass es doch ein Fehler war, weil ich hätte mir doch vielleicht die Regale kaufen sollen, die ich anfangs angestrebt hatte. Gibt es in jedem Baumarkt, kosten um die 120 Euro. Und werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, denn die waren noch nicht zusammengebaut. Dieses Ding hier ist jetzt so konzipiert, dass du es hinstellst und einzeln zusammensteckst. Das heißt, diese Teile hier, das sind die Seitenstreben oder die Hauptstreben, dann kommen diese anderen Teile hier rein, die kommen aber erst rein, beziehungsweise du kannst jetzt die Böden nicht zusammenbauen, alles zusammenstecken. Sondern du musst es einzeln zusammenbauen. Und hier seht ihr auch schon, es ist extrem verbogen beim Auseinanderbauen, weil die Schrauben einfach zu festgezogen worden sind oder weil dieses System einfach nur scheiße ist. Man bricht sich die Finger, wenn man die Schrauben oder die Unterlegscheiben da reinstecken will. Und jetzt ist es nämlich so, du kannst hier gar keine Böden mehr einbauen. Das geht nicht. Beziehungsweise du kannst vorhandene Böden nicht rausnehmen und einfach umsetzen. Das ist nämlich der große Scheiß. Da müsste ich nämlich jetzt das ganze Regal abbauen. Und ich bin jetzt hier schon bin schon 3 Stunden am Gang. Und es regt mich einfach nur tierisch auf. Ich könnte kotzen. Und ich glaube, sowas habe ich euch eigentlich noch nicht gezeigt, weil ich sowas eigentlich immer rausschneide. Jetzt habe ich mal ein paar Sachen einsortiert. Ob das jetzt am Ende so bleibt, weiß ich nicht. Ja, da unten ist ein abrichtigen Hubel von Parkside und noch ein paar andere Spielsachen von Parkside. Was ich damit vorhabe, das werdet ihr in den nächsten Videos sehen, beziehungsweise wahrscheinlich Ende des Jahres. Der dicken Hubel, den habe ich schon ein bisschen länger, ungefähr ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Das sind so Projekte, die, wo ich Bock drauf hatte, ich kam aber noch nicht zu, die umzusetzen. So, jetzt musste ich wieder feststellen, dass einmal diese Einlegeböden in MDF sind nicht genügend da. Das kotzt mich auch schon wieder an, wenn ich das so sagen darf. Dann passen die nicht. Ich bereue es richtig. Also jetzt nichts gegen den Herrn, der mir das verkauft hat. Wahrscheinlich, keine Ahnung, waren da nicht Böden dabei? Oder er kann ja auch nichts dafür, dass es schon aufgebaut war. Ne? Es ist ja auch gut gemeint gewesen. Aber ich ärgere mich über meine eigene Dummheit irgendwie. Ich hätte das nicht annehmen müssen. Ich hätte sagen müssen, ich kaufe mir die selber und baue die jetzt hier auf und mache das so, wie ich mir das gefällt. Ne? Ach so, und das muss so. Das ist jetzt nicht bezogen auf die scheiß Regale. Ne? Das muss so. Wisst ihr, genau das meine ich hier. Dass hier nichts passt. Hier der Boden auch. Ich werde das nie wieder machen. Nie wieder. So, jetzt habe ich eine Lage hinten drinne. Jetzt nimmt man die zweite. Eigentlich ist es sehr simpel. Ne? Man steckt es hier rein. So, zack. Hier auch. Zack. Und dann nimmt man diese Streben hier, was total hohl gemacht ist. Die Hälfte von diesen Streben hier sitzt da hier in diesem Profil drin. Man kommt da wirklich nicht dran. Wenn man etwas kräftigere Finger hat, dann brichst du dir die Finger oder rastest aus. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich ärgere mich mehr um meine eigene Dummheit. Das ärgert mich am meisten, wisst ihr? Meine eigene Dummheit. Es ist zwar jetzt nur ein Regal. Und
ich bin zu faul, das abzubauen, aber ich ärgere mich über meine eigene Dummheit, dass ich es einfach mal, selbst wenn ich es abbauen würde, würde ich richtig lange viel Zeit verlieren. Und das ärgert mich einfach. Der letzte Gitterboden. Gitterboden an sich finde ich eigentlich ganz gut, weil man die Möglichkeit hat, später einmal, beziehungsweise die Auflagen auszuwechseln. Ne? Das ist jetzt anfangs, wie ich mich rumgejammert habe, dessen Böden fehlen, das ist nicht so schlimm. Und die Gitterboden finde ich halt ganz gut, oder Boden, bin außer Atem. Die Gitterboden finde ich deswegen ganz gut, weil die einfach so bleiben, wie sie sind. Wenn ich jetzt einen Holzboden hätte, egal was für ein Holz, das biegt sich dann irgendwann durch, wenn ich da was reinlege. Und die Gitterboden halt nicht. Und das ist halt das einzig Gute. Ich hatte das auch schon mal damals bei Steffi oder bei uns im Keller gemacht gehabt. Da habe ich mir von, ich weiß nicht mehr, wie der Hersteller hieß. Es war so ein ganz großer Regalhersteller. Müsst ihr mal auf Instagram gucken. Und dann hatte ich die auch aufgebaut gehabt. Richtig einfach und richtig schnell. Vielleicht bin ich deswegen so ein bisschen enttäuscht. Der Tag hat auch etwas Gutes. Ich zeige euch mal was. Und zwar hat mir das ein Zuschauer zukommen lassen. Dieses kleine Teil ist ein Hocker. Das heißt, ihr könnt euch darauf setzen, oh, jetzt zum Pause machen. Oder wenn der Boden drin ist, wenn man mal was löten muss, was basteln muss für Steffi, ne, wenn sie an ihrem Möbel arbeitet. Ganz, ganz toll. Liegt um die 30 Euro. Herzlichen Dank an den Zuschauer. Und zwar ist das so, ich habe eine Amazon-Wunschliste gemacht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann guckt dort einfach mal rein. Das sind Sachen, die ich jetzt brauche für den Umbau. Und wenn du mir irgendwie helfen möchtest oder mir einen Gefallen tun möchtest, weil ich dir irgendwie mal geholfen habe mit einem Video, dann schau mal rein. Wenn du da irgendwie was kaufst, dann kriege ich das oder wird direkt zu mir nach Hause geschickt. Und genau, du kannst, glaube ich, noch eine kleine Notiz hinzufügen. Ne? Ich habe jetzt leider den Namen von den Herren vergessen, aber recht herzlichen Dank dafür. Und für alle Neulinge, die jetzt eingeschaltet haben, T-Shirts, das muss so, habe ich heute irgendwie falsch angezogen, oder andere Mr. Handwerk T-Shirts findest du unten im Online-Shop, sowie auch Sticker, einmal in weiß und einmal in schwarz von Mr. Handwerk. Schaut einfach mal vorbei, würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Oh, ich bin fertig, kein Bock mehr. Mann, Mann, Mann.